Servus Leute, ich freue mich riesig zu sehen, wie viele von euch in den letzten paar Tagen Eisflächen im Garten aufgebaut haben nach meiner Anleitung. Nur momentan ist es trotzdem sehr mühsam, man hat meistens nur eine ganz dünne Eisschicht, weil die Temperaturen einfach nicht kalt genug sind. Außer, du bist der Eismeistergott. Mein Co-Trainer, der Olli, wie er seine Eisfläche in seinem Garten aufbaut, das ist wirklich profimäßig. Und wenn du die Zeit hast, handwerklich geschickt bist und willst, dass deine Eisfläche früher fertig ist als alle anderen und noch ein bisschen länger anhält, dann solltest du dir das heute anschauen. Ich gehe rüber zum Eismeistergott und wir zeigen euch, wie er seine Profifläche aufbaut. There he is, Eismeistergott am Basteln. Schauen wir mal, was wir da alle hier haben. Hast du schon losgelegt? Es geht los, ja. Der Winter kommt, hoffentlich. Hoffentlich, schnell. Ja, wäre gut. Also Olli, letztes Jahr hast du es geschafft, die Fläche zu bauen. Ich nicht. Du hast gute Bedingungen hier, bist auch handwerklich am meisten im Vergleich zu ich. So, wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, dieses Jahr, der Winter kommt, aber die Balken haben sich über den Sommer in sich verdreht. Hm. Das heißt, ich muss die Balken ein bisschen ausgleichen. Ist doch ein bisschen mehr Arbeit. Ich dachte, geht das schneller. Naja, ich kann dir auch helfen, aber ich weiß nicht, ob ich große Hilfe bin. Wir werden sehen. So, Olli, tagsüber normale Arbeit, abends Eisflächenarbeit. So, wie wird das alles aufgebaut? Wir haben hier die Holzlatten und danach, was kommt jetzt? Also, der grobe Aufbau ist, wir haben Holzlatten. Das sind 10 cm Vierkanthölzer, 8 Meter lang. Das ist der Unterbau. Auf den Holzplatten kommen dann Bretter, dass es eine Fläche wird. Auf den Brettern kommt dann eine Umrandung drin, wieder mit Holzbrettern. Oben auf die Bretter kommt dann nochmal eine Schicht Isolierplatten. Styropor. Styroporplatten, die gibt es sowas, wo Kellerisolierung gebraucht wird. Gut. Darauf kommt dann, wird die Teichfolie eingelegt. Und daran nochmal eine Bande drüber und dann kann das Wasser rein. Das ist jetzt mal der ganz, ganz grobe Aufbau. Was wichtig ist, sind eigentlich drei grundlegende Sachen sind wichtig. Einmal, dass ihr eine möglichst ebene Fläche habt, eine ebene Fläche. Du hast alles ausgemessen, oder? Dass es eben ist. Ja, das kommen wir gleich zu. Das zweite ist, ein möglichst harter Untergrund, der nicht nachgibt. Das dritte ist, eine Isolierung nach unten. So, warum das alles? Eine ebene Fläche. Warum braucht man eine ebene Fläche? Eben heißt für mich, beim letzten Jahr habe ich es geschafft, plus minus 1 cm Höhentoleranz auf der gesamten Fläche. Die Fläche ist hier 8 mal 10 Meter, also 80 Quadratmeter. Möglichst ebene Fläche. Warum? Weil man möglichst wenig Wassertiefe haben will, damit es schneller gefriert. Das heißt, wenn ich eine ebene Fläche habe von plus minus 1 cm und ich habe mindestens 3 cm Wasser, habe ich an der flachsten Stelle 3 cm, an der tiefsten Stelle 5 cm. Warum ein möglichst harter Untergrund und der nicht nachgibt? Damit kann ich dann auch eine geringe Wassertiefe, Eisdicke einstellen. Ja, wenn ich 3 cm nur dickes Eis habe und einen Boden habe, der nachgibt, dann bricht mir das Eis weg, wenn ich da als Erwachsener draufstehe. Ja, das heißt, wenn ich einen harten Untergrund habe, kann ich auch mit einer dünnen Eisfläche arbeiten. Und der dritte Punkt, Isolierung nach unten, ist, in unseren Breitengraden leben wir davon, dass kommt die Kälte aus der Luft. Die Kälte kommt nicht vom Boden, der Boden ist warm, der hat Energie gespeichert, der schiebt immer Energie nach. Das heißt, wir müssen zum Boden hin isolieren, deswegen die Isolierplatten. Und wenn es einmal gefroren ist, hält es auch die Kälte nach unten weg. Ja, ist nach unten auch isoliert. Ja, und das, diese drei Sachen, ebener Untergrund, harter Untergrund und Isolierung nach unten, damit können wir mit relativ wenig Wasser arbeiten, die schnell gefriert und das ist bei uns wichtig, damit es überhaupt funktioniert. So ist es und ich glaube, den vierten Punkt ist natürlich, wenn es geht, Schatten. Genau, je mehr Schatten, desto besser. Genau. Das ist in der prallenden Sonne eine Eisfläche zu haben, nachmittags, aus eigener Erfahrung, tödlich. So, Olli ist ein Profi, Leute. Er hat alle Geräte, die ich nicht habe, aber deshalb ist er Profi. Also wenn man, also anfangen tut man wie gesagt mit den Balken, in meinem Fall, und tut sie ausrichten. Das heißt, man fängt an mit den äußeren beiden Balken. Man tut sie dahin legen, wo die äußeren Punkte der Fläche sein soll. Ja, bei mir sind es 8 mal 10 Meter.
Am besten ist dann auch ausmessen, dass sie richtig liegen. So, wenn die Balken dann, die äußeren Balken liegen, dann geht es darum, diese Balken waagerecht auszunivellieren. Ja, dafür, man kann es mit der Wasserwaage machen, das wird ein bisschen mühsam. Es gibt verschiedenste Nivelliergeräte, die mit Lasertechnik arbeiten. Es gibt Rotationslaser, die dann an dem Stab... Mein Kopf explodiert gerade. Die dann an dem Stab das digital anzeigen. Heute habe ich einen Laser, der eine waagerechte Linie über die gesamte Fläche macht. Hier sieht man es. Ja. Finde ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen einfacher als wie mit der digitalen Anzeige. Ich lege ihn hier ran. Ich habe mir eine Markierung gemacht. Das ist jetzt meine Toleranz, die ich mir zugestehe. 5 mm dieses Jahr. Versuche ich es daraufhin einzustellen. Oh. Und Leute, Olli hat sich jetzt auch eine Schleifmaschine zugelegt, also wird bald ein komplettes Sportzentrum hier aufgebaut von uns. Eishockeyladen, Kozlowski. Kommt's vorbei, lasst euer Schlittschuhe schleichen. Das hätte ich auch gern. Und da geht's jetzt einfach drum. The Laser. So, dann relativ. Wie liegt er hier auf? Da müssen wir was drunter tun. Kontrollieren, passt? Passt. Dann wird's ein bisschen hier. Hier sieht man an der Terrasse, wird es ausgeschnitten, weil die Terrasse höher ist, damit die Balken trotzdem die gleiche Höhe haben. Reingeschraubt dann in die Terrasse. Das ist echt Profiarbeit hier. Kossis Outdoor-Ring, erste Phase im Aufbau abgeschlossen. Alle Balken ausgerichtet und ausnivelliert. Startphase 2. Bretter auf die Balken. Der Tanzboden steht. Als nächstes kommt der Rahmen, die Isolierung und danach die Folie. Der Tanzboden bekommt die Isolierung. So, Olli, circa eine Woche später, ungefähr, nicht ganz. Alles fertig. Ja, sieht gut aus. Einzige Frage: Schwarze Plane. Schwarze Plane, ja, schwarze Plane ist. Oder das ist schwarze Teichfolie. Schwarze Teichfolie ist günstiger als weiße Teichfolie. Im Nachhinein betrachtet am falschen Ende gespart, weil ich muss darüber noch eine weiße Abdeckplane machen. Ja. Auf jeden Fall muss es weiß oben drauf sein, sonst wird die Hitze sehr schön aufgesaugt. Sobald die Sonne drauf scheint, ist es halt schwarze Folie ein großer Nachteil. Dann man sieht hier, ich habe die Ecke gehoben, warte mal. Und man sieht da, hier ist das Styropor drunter, also Parkettboden quasi, dann Styropor und dann die Plane oben drauf. So, ich habe gedacht, dass das Styropor viel nachgiebiger wäre, aber ihr seht, eigentlich ist es echt solide und es isoliert schön von unten, also braucht man keine Bedenken haben, dass das Styropor irgendwie kaputt geht, wenn man drauf geht oder nicht hart genug ist. Und die andere Frage, die wir so oft bekommen, wird der Rasen danach kaputt darunter? Und aus unserer Erfahrung, ich glaube, Olli, du kannst mir auch recht geben, nein, es sieht genauso aus wie der Rest des Rasens. Er sieht ein bisschen heller aus danach, aber der holt sich innerhalb von ein paar Wochen. Kein Problem. Also Eltern, lasst eure Kinder es bauen, das Rasen wird wieder gesund sein.
So Leute, ich habe den Anruf bekommen, die Eisfläche ist fertig. Ich höre schon den Schneeschaufel im Garten. Wir haben wirklich Winter Wonderland Weather gerade. Ich freue mich riesig auf den ersten ODR-Skate des Jahres. Geh rein, schau, wie das ausschaut. Oh my God, look at this. Gerade weggeschaufelt, oder? Ja. Der Wahnsinn. Oh Mann, ich freue mich drauf. Extra für Marcel hergerichtet. Vielen, vielen Dank. Time to put on the skates. So, die erste Schritte in der Kolbaski Arena. So, Olli, vielen Dank für die Einladung. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen auch Dank, dass du uns gezeigt hast, wie man eine echt professionelle Eisfläche baust. Wenn man ein paar Tage länger aus seiner Eisfläche bekommen möchte und man die Zeit hat und die handwerkliche Geschichte, baust wie Olli. Er ist der Eismeistergott. Danke, Marcel. War ein Spaß. Viel Spaß diesen Winter auf euer ODRs. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.